ein fröhliches Miau. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mad Games Tycoon mit mir, dem Tigo. Hallo, wir müssen mal ganz kurz speichern. Einmal kurz in Sicherheitsspeicher. Ne, einmal kurz speichern, bitteschön. Wird gespeichert. Wunderbar. Wunderbar, bitte. Wunderbar. So, haben wir das geschafft. So. Wie sieht's aus? Unser Remake macht Minus. Finde ich schade. Hat sehr viel Mühe gekostet. So, Game Makers. Maker. Games. Games. Game Maker. Games. Games Makers. Games Maker. Games Maker 2. Games Maker 2. Games Maker 2. Okay, hat sich doch okay. Games Maker 2 ist am Games Maken. Die maken nämlich das Game. Make, 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 game, game. Wisst ihr, make, make, game, game. Team, unsere Forschung ist am Forschen, Forschen. Und denkt sich, scheiße, schon wieder ein neues Ding. Und die Pony Playstation kommt raus. Die neue Pony. Die neue Playstation kommt raus. Das ist schlecht. Da sind natürlich alle beiden Spiele, die gerade hier in der Mache sind. Die scheiße nochmal. Viel Bugs haben. Warum auch immer die so viel Bugs kriegen gerade. Ja, aber wer will? Wer will was? Ihr wollt nicht. Ihr wollt nicht mit mir arbeiten. Was wir wollen, ist Geld. Diese Geld. Von diesem Spiel. Ja? Bitteschön. Bitteschön. Viel Spaß. Bitteschön. Bitteschön. Wir machen noch genug Profit und so einen Scheiß durchzuziehen. So. Was wir nur langsam schaffen müssen, ist hier irgendwas abzuschließen, denn ich muss mit irgendeiner Entwicklung irgendwas weiter schaffen. Ja, die Qualis vor allem. Die Qualis müssen langsam Gas geben. Normalerweise ist das die Abteilung immer, die am schnellsten ist. Aktuell ist da aber ein riesiger Bottleneck. Sind noch immer am schnellsten. Ja, keine Frage, die sind relativ gut. Entwickeln, muss man leider sagen. Zaunabteilung ist am schleichigsten. Die tüdeln sich immer in der Füße. In der Füße tüdeln sie immer. Das finde ich blöd. Ja, wir müssen dieses Jahr ein Spiel rausbringen. Wir sind stark an der Mache, an zwei Spielen sogar. Was denn Weibel nimmt keinen Fortschritt, ganz ehrlich. Die sind nicht so das Spiel, was gerade hier Fortschritt verheust. Ne, da ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, naja, wenn sie verstehen. Ne, nicht so, wo ich sagen würde, ja, ist jetzt nicht das Spiel, wo sie uns gerade die Hülle von einrennen. Ne. Survival war auch nicht das High-End-Spiel, trotzdem würde ich gerne nochmal ein interessantes Spieldesign versuchen. Ja, nochmal probieren, ob es nicht vielleicht doch klappt. So, wir werden auch nochmal gucken, was wir brauchen. Also, wir sind gerade in diesem Gebäude. Ich wäre versucht, ins große Bürogebäude in den nächsten Folgen versuchen zu ziehen. Ja, damit wir mehr Durchput haben. Ja, mehr Output. Denn langsam sehen sie ja, dass die machbaren Sachen in diesem Büro verschlechtern. Und mein Ziel mit mehreren Spielen pro Jahr und eine Spielereihe durchsetzt, also durchziehen, jedes Jahr ein neues Titelchen und Konsolenchefe, so Top 3 war, habe ich gesagt, eine Konsole Top 3, wird hier mitten nicht möglich sein. Wir werden wahrscheinlich auch richtig lange Dauer brauchen, bis wir auf Konsole überhaupt einsteigen können. Ne, warum wird das so sein? Weil wir echt lange hier rumkrebsen. Wir krebsen hier gerade rum. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so lange verbrauche, ne? So, Fan, Marktstärke gibt's hier. So, man sieht, es gibt gar nicht so viele große. Ne, es gibt
Sega, Sony, Nintendo, Microsoft, Electronic Arts, Konami, Capcom und Atari. Ich meine, die sind ja auch sogar schon die echten Logos. Activision, bla 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 bla. Hasbro, Capcom, Kemco, Wear, Taito. Ne, hier. Na, wie mal ein paar Namen eingewechselt, ne? So, wir wollen aber mal gucken, was so entwicklertechnisch. Den Marktwert gehen wir nach ganz unten. Nach ganz unten. Und ich könnte mir eine leisten, richtig? Nein. Nee, könnte ich mir nicht. Könnte ich mir nicht. Könnte ich mir gar nicht. Könnte ich mir nicht. Das ist blöd. Natürlich ist das blöd. Aber ist halt so. Da bin ich genügend. Katsching. Und schon wieder ist das Spiel leer. Es wird auch immer so schnell leer hier, die Spiele heutzutage. Kann ja gar nicht angehen. So wie mein Hals trocken wird. So, wer will mir jetzt wieder was aufs Auge schwatzen? Aha. Finde ich gar nicht mal so ungeil. Aber ich habe leider aktuell leichte Probleme mit der Kapazität meiner Entwicklerstudios. Würde ich sagen. Leichte Kapazitätsprobleme. Rodcoin Entwicklerstudio Rolfbau, was für irgendein irgendwas machen können. Ne, so. Verfügbar. Neue Plattform. Hier kommen neue Plattformen. Wunderbar. So, Update. Bitteschön. So, wie sieht das aus für Zenral? Wir bringen das ja noch auf den alten Plattformändern. Geht noch nicht. Geht noch nicht. Das geht noch nicht, leider. Da die noch nicht vom Markt sind, aber schon veraltet. Aber ich entwickle halt schon für diese Plattform. So. Dieses Jahr endet, bald kommt ja schon das neue Titelchen Mad Games Tycoon 2 auf dem Early Access. Das werden wir natürlich auch ausgiebig untersuchen, spielen und testen. Deswegen spielen wir auch das Spiel so als Überbrückung, bis das Spiel kommt. Ne, wir warten ja, bis es kommt. So. Bitteschön. So, das finden alle geil. Finde ich auch. Mein Lagerbestand nicht. Irgendwie ist das immer so schnell leer. Habe ich echt keinen Bock, hier alle drei Tage nachzupressen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich gerade keine Lust, hier alle drei Tage wirklich nachzupressen. Gott sei Dank, wir sind mit der Quali fertig. Leck mich doch an den Tisch. So, wir können endlich hier Debugging im großen Stile betreiben. Ja, wir müssen diese 1200 Bugs rausfixen. Nö, also eigentlich wollte ich ja hier mit Mad Games Tycoon anfangen. Deswegen lasse ich es ein bisschen langsamer laufen. Um Überblick zu behalten, ne? Und ein bisschen so die Ruhe, nicht so viel zu tun, genießen, ne? Bisschen plumm hier oben, aber egal. Also, ich hoffe, weil ich würde es mir mal wirklich wünschen, das Spiel kommt in Early Access. Dass man es auch irgendwie sowas mal einbaut, dass Early Access geben kann. Dass ich so ein bisschen auf Fans wünsche, noch während des Entwickelns eingehen kann, um Miese zu vermeiden. Oder auch so Steam-Abklatsch drin gibt, so mit Workshop-Support. Oder wir ein eigenes Vertriebssystem bauen können, natürlich die Konsolen. Wäre auch natürlich geil, dass die weiterhin drin bleiben oder verbessert werden. Ne? Oder was könnte ich mir noch gut vorstellen? Auch DLCs für Kleinen, für Retails. Gibt's auch. DLCs für Retails gibt's auch. Ganz klar, ne? Oder dass man auch bei Retails Serverkosten zahlen muss, wenn man Multiplayer anbieten will. Ja, so solche Kleinigkeiten. Aber vernünftiges Early Access System wäre geil. Oder so
bisschen mehr mit Presse umgehen. Dass ich sage, jetzt kündige ich es an, vorher weiß das kein Schwein. Wo die irgendwie eine Zeitung ist oder sowas. Oder ein Blog, wo so Spekulationen so sind, so allgemein natürlich, was geben könnte und so ein bisschen Marktforschung, auch interessantes Thema. Also da gibt es echt viele Sachen, wo man Sachen machen könnte, ne? Was wir ja wissen, Mad Games Tycoon 2 hat eine bessere Optik, ist ja mehr so 3D, Ne, das wäre auch schön. Oder was mir auch gerade noch einfällt, natürlich werden da auch neue Features kommen. Ne, so was weiß ich, neue Titel. Und was natürlich sehr schön wäre, weil es ja bald so langsamer Anmarsch ist, sind ja nicht mehr AAA, sondern, was heißt das hier? AA, A, B+, B+, B, was sind das denn für Titel? 4A, Triple, Double, 40, 40, 50, also 4A. Die 4A-Titel sind ja so langsam auf dem Anmarsch. Eine 4A-Titel wäre natürlich geil. Wir haben Plus gemacht, Leute. Wir sind im Plus. Wir sind im Plus. Wir haben doch Plus gemacht. Hätte ich mit nicht gerechnet, dass wir mit diesem Titel noch Plus fahren. Also, Scorn Pirates 3 ist mittlerweile das Spiel des Jahrtausends. Das ist. Boah. Das ist echt sick. So, debugging-technisch sind wir auch echt sick unterwegs. Die sind alle noch hier dran beschäftigt. Also alles echt sick. Wir können mal ein bisschen mehr Gas geben. Ich brauche ein bisschen mehr Überblick verschaffen. So, bitteschön. Ne? Alles sehr entspannt. Schnauze. So. Ne? Also alles sehr schön. Einfach langsam gemütlich durchlaufen lassen. Ein bisschen nachproduzieren, ne? Ein bisschen hier nachproduzieren. Läuft ja wie geschnitten Brot, das Spielchen hier. Trotz ohne Updates, ne? Wir können sogar mal ein Update entwickeln, würde ich sagen. Wir können sogar mal ein Update entwickeln für Annemille. Na, können wir einfach. Machen wir einfach, Leute. Machen wir einfach. Machen wir einfach. Machen wir einfach. Einfach so, jo. Einfach auf Jo-Basis, ne? Auf Jo-Basis machen wir. Ne, wir haben genug Geld, wir machen das Geld. Sehen Sie ja, da Omi 32. Steht da nicht umsonst. Haben wir noch eigentlich noch Schulden? Nö, wir können aber mittlerweile 8 aufnehmen. Das ist sehr angenehm. Wie viele Themen sind da denn noch? Ja, noch immer was. Box ist auch ein cooles Thema für ein Spiel, da sehe ich mich. So, wir sind gleich irgendwo durch, hoffe ich. Ne? Wir entwickeln echt lange. Haben wir dieses Jahr überhaupt schon irgendein Spiel rausgebracht? Ist die Frage. Datum. Na, das ist halt. Das hier, Ghost Island 2010, ist das meiste. Na, da müssen irgend, da kamen noch Spiele nachher. Da kam noch was nachher. Da würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ja, Ghost Island ist nicht letztes Spiel gewesen. Davor kamen noch andere Spiele. Davor kam, was kam danach? Danach kamen noch viele andere Spiele. Agent Zero habe ich vergessen. Na, habe ich doch nicht. Habe ich doch nicht. Agent Times 4, wo sind denn Agent Times? The Agent Times 4 fehlen auch. Leute, wo sind die denn? Ja, ich bin hier immer am Entwickeln, am Entwickeln. Die mir, wenn mir gar nicht angezeigt. Nicht alle angezeigt. Fühle mich benachteiligt. Hier, verarschen durch die Statistik. Wir verarschen durch die Statistik. So, gesamte Downloads. Macht da noch. Jo, die aktive Spieler sind noch hoch. Klar, es downloadet sich nicht mehr so viele. Haben genügend. 3 Millionen Leute ist ausreichend. Gut, das Spiel appt jetzt ab mit den Verkäufen. Ist ja auch okay. Völlig okay, finde ich. Ne? Völlig okay. Meiner Meinung nach völlig okay. Kein bösen Mist hier. Kein bösen Mist für Survival. Noch Fernsehwerbung rausgehauen. Und ab geht die Katze. Ne? Wir arbeiten ja hier schon jahrelang an diesem Spiel. Ne? Wir arbeiten ja wirklich schon länger an diesem Spiel rum.
Ne, wir haben da schon lange hier die Steuerung und so bei Games Mega mit der Quali angefangen, ne, weil wir mittlerweile mit der Hauptquali gegen die Bugs entgegenwirken konnten. Verkauft sich hervorragend. Das sehe ich auch, Leute. Das sehe ich auch. Das verkauft sich auch hier hervorragend, Leute. Das verkauft sich hervorragend, Leute. Das heißt, es ist 5 Jahre auf dem Markt schon. 5 Jahre hält sich dieses Spiel jetzt schon im Rennen. 5 Jahre. Roundabout natürlich. Roundabout. Dark Cloud. Alles klar. Alles klar. So, endlich. Sie sind fertig. Sie haben es geschafft. Sie sind bereit für die nächste Arbeit. Ne, wir sind mittlerweile so weit, dass wir hier mittlerweile abschließen. So, entweder werden wir dieses Jahr keins dieser Spiele rausbringen oder nächstes Jahr beide Spiele. Da ist jetzt die Alternative, weil wir nähern uns bei Survival langsam dem Ende. Ob wir das dieses Jahr noch zum Ende bringen können, bezweifle ich, da wir noch sehr lange hier rum entwickeln. Da entwickeln wir schon ein bisschen rum hier. Da tippen sich schon unsere Entwickler tot. Da ist ganz klar. Survival. Woher kam das? Sandbox Survival? Survival? Kann das sein? Ich mag eigentlich den Titel Survival. Na, da können wir auch mal hier ein bisschen hier für, sondern für Games Mega nochmal hier die Radiowerbung hervortröten. Wir müssen auch hier langsam. Ja, weil wenn ihr guckt, wir sind bei 50%, haben richtig, richtig großes Problem. AR Copy. Neues Copy und Eddies vom Markt. Die Gameplay wurde vom Markt genommen. Wie wurde vom Markt genommen? Fan-Kanal abbrechen. Eigene Messe. Entwicklungsbericht, alles klar. Plattform ändern. Ich kann eine neue. Ich brauche mal das Chefbüro. Voilà. Plattform ändern. DevKit erwerben. Was ist, hat denn hier gerade den größten Marktanteil, Ladies and Gentlemen? Wer ist denn hier mit Marktanteil? Wir könnten gucken, ob hier die Pony. Die Pony oder die Microsoft wird wahrscheinlich hier. Die wird auf jeden Fall durchgehen, hier die Pony. Ja, die Sony. Ne, die ist auf jeden Fall. Bums hier. Die natürlich auf die Plattform ändern. So, das heißt, die ist auch hier. 360. Ne, die ist durch. Die ist durch. Ich setze jetzt mal auf Sony hier. Na, auf die alte und neue Sony Generation. So was wollt ihr denn? Gibt nicht genug Toiletten. Ja, sorry. Sorry, Leute. Ist nicht drin, Toiletten. Toiletten gibt's nicht, sage ich doch. Toiletten gibt's nicht, kein Platz. So, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Wir sind mit Survival durch und können jetzt hierzu übergehen. So, es wird knapp dieses Jahr dieses Spiel noch rauszubringen. Beziehungsweise unmöglich. Wir sind fleißig schon am Arbeiten mit diesem Spiel. Ja, wir sind da schon fleißig am Arbeiten. Dass wir dieses Jahr noch rauskriegen, aber das wird nicht klappen. Nee. Sekunde. Fertig. Oder? Warte, Pause. So. Wer arbeitet noch hier? Die Vollidioten. Oh, ich hasse diese. Ich hasse die Soundabteilung. Die braucht so lange. Ich hätte es dieses Jahr noch rausbringen können, aber nein. Die Braun müssen natürlich noch ein halbes Jahr, Jahrzehnt auch rumentwickeln. Besser Sound, bin da eh nicht dabei. Ja. Doch bin ich. Oh. Kein Spiel, weil ich dieses Jahr kein fucking Spiel rausgebracht habe, weil die scheiß Soundabteilung so lange darum entwickelt hat. Mensch, ey. Entwickeln die da 3 Ewigkeiten an diesem scheiß Sound rum. Ja, hier noch ein bisschen. Und was gibt's noch? Nicht genug Toiletten. Ja. Jupp, da war's auch schon weg.
Wickeln, lalala. Wir können so gut entwickeln, wir können so gut entwickeln. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Mach mal fertig. Jo, endlich. Survival, leck mich doch an die Kokoronnes. So, 2 Wochen. Ab geht die Katze. Ja, ab geht die Katze. Komm, sollen wir ein T-Shirt oder nicht T-Shirt? T-Shirt oder nicht T-Shirt? T-Shirt oder nicht? Da wollen wir ein T-Shirt hier. Wollen wir ein T-Shirt? Da wollen wir ein T-Shirt. So, ein echter Kandidat. Da sehe ich mich bei den 90. Bei den 91. Ich komme nicht über die 90. Ich habe Probleme. Ich hänge mich immer an der 90 fest. Es ist schlimm, ich weiß. Ich hänge immer bei dieser 90. Ist ein Scheiß. Job, ne, wenn du warst. Ah, schon wieder 90. Ah, ich hasse mein Leben. Immer diese 90, weißt du? Immer diese 90. Du hängst immer an diesen Kack 90. So, was macht ihr da oben? Ihr wollt auch ein Update entwickeln. Ja, ihr braucht ein bisschen länger, ist mir auch lade. Macht, tut, alles klar. So, ihr sollt halt rum entwickeln. So, Agent Zero Remake ist weg. Zero Remake, hau weg den Dreck. Ne, hau weg den Dreck, bitteschön. Survival, bitteschön, Update. Ja, so, ihr dürft jetzt Tiere unterstützen. Wir wollen das Spiel diese Woche noch raus, dieses Jahr noch rausbringen. So, ihr müsst hier arbeiten. Du musst hier rein, sonst wird das nichts. Raum koordinieren, bitte. Bitte. Macht's fertig. Macht's einfach fertig. Ich will umziehen. Neue Ich brauche ein größeres Büro. Die Fans sind unglücklich. Ich kann da nichts gegen machen. Aber ich kann das gegen... Das schmeckt richtig, Leute. Das schmeckt hier. Eigene Messe, Leute. Eigene Messe. Ja. Aber das schmeckt auch hier. Seht ihr da 1860? 1816? Seht ihr die 1816 da? Seht ihr die da? Ja, die sehe ich auch. Die 1816 sehe ich da gar nicht mehr. Seht ihr die 15? 3 Millionen haben wir jetzt diese Woche damit umgesetzt. 3 Millionen. 3 Millionen. Ich sag's nochmal. 3 Millionen. Habt ihr noch nicht verstanden, oder? 3 Millionen. 3 Millionen. 3 Millionen. Faszinierend. Leck mich doch an die Koronis. Da hat sich jedes Cent gelohnt. So, warum, was macht ihr? Sollte Bugs entfernen. Ja, auch wenn ihr da nicht gegen anstinken könnt. Ja, ihr müsst Bugs entfernen. Und wir müssen die Folge beenden, denn meine Stimme versagt. Hört man mir vielleicht an, ich weiß nicht, ist ja auch Lade. So, was gibt's an neuen Spielen auf dem Markt? Ach, nö. Nee, da bin ich noch am Überlegen. Da überlegen wir uns für die nächste Folge in Ruhe. Wir müssen uns eh so viel überlegen, wann wir umziehen, wie wir umziehen, wo wir umziehen, nach wo wir umziehen.
Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Folge mit mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und damit noch tschüss und miau. Bye, bye. Hallo? Aus? Abschalten? Hallo? Abschalten! Leute! Da kommt nichts mehr! Hallo? Schalt jetzt mal ab! Curry, was an? Leg du ruhig auf! Leg einfach auf! Und gib am besten noch ein Like! Nein, kein Dislike, ein Like! Jetzt wäre die Gelegenheit! Jetzt! Jetzt abschalten. Na, da kommt nichts mehr. Los. Leg auf. Mach beenden. Drück Stopp. Schalt ab. Komm. Ja, wenn du das nicht willst, dann muss ich jetzt. Ne, bis morgen, ne? Tschüss.